Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine ganz kurze dreiminütige Anleitung, wie man mit Resin-Ornamenten was Schönes gestalten kann. Ich brauchte dringend für mein neues Kartenprojekt Resin-Ornamente und habe mir überlegt, das mal mit den neuen Farben von Rex auszuprobieren. Ich habe die gegossenen Schneeflocken, die habe ich wieder mal gegossen mit Resin von Troll Factory und dann habe ich die mit Bonding Primer, also mit einem Haftgrund, grundiert. Und nach dem Trocknen benutze ich jetzt die Perlmuttfarbe oder die Acrylfarbe Perlmutt Gold. Es ist keine hochglänzende Farbe, es ist eher eine seidenmatte Farbe. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, hier schön eingestupft auf diese Schneeflocke, also wirklich am besten einen harten Pinsel nehmen und erstmal in die Vertiefungen eintupfen und dann nachher oben auf schön verteilen. Gibt einen tollen Farbton, wie ihr gleich sehen werdet. So, ja, kann man hier mal sehr schlecht erkennen, aber naja, wie gesagt, ich habe eine zweite Schicht noch drauf gemacht nach dem Trocknen, damit es noch intensiver wird. Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann habe ich mir wieder einmal mit Pigmentfix und Metallic Pigmenten Gold, einen tollen Goldton angerührt. Einen richtig schönen, glänzenden, hellen Goldton. Und jetzt mit dem Stupfpinsel, aber wirklich nur mit ganz, ganz wenig Farbe, oben auf der Schneeflocke arbeiten. Sollte wirklich nicht zu viel sein, sondern man soll ja das Perlmutt noch auf jeden Fall sehen. Das Ganze auf den anderen Schneeflocken genauso, immer nur so ein bisschen von dem Gold. Und eine ganz schnelle und eine ganz edle Art und Weise, diese Sachen zu gestalten. Und ich habe die gebraucht für Grußkarten, für Weihnachtskarten. Zeige ich euch natürlich noch, wie die aussehen. An dieser Stelle hier, wie gesagt, erstmal nur die Ornamente. Und alles gestaltet, die Perlmuttfarbe, wie gesagt, von Rex, die gibt es bei Lion Supply, aber das findet ihr auch in der Materialliste. Ich